Hallo und herzlich willkommen bei Rhein-Report. Schön, dass Sie dabei sind. Das sind heute unsere Themen. Mangelware, zu wenig Azubis in Handwerk und Pflege. Misere, welche Probleme Griechen in Deutschland haben. Mitmachsport, die coolsten Sommeraktivitäten im Test. Meine Lehrer haben immer gesagt, mach am besten was mit Naturwissenschaften oder Technik. Das wird dringend gebraucht. Wörter wie Fachkräftemangel fehlen da. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Jetzt hat das neue Ausbildungsjahr angefangen. Das Problem ist nach wie vor aktuell. Viele Betriebe suchen deshalb neue Wege, Auszubildende zu finden. Unsere Autorin Eva Morlang hat einen Umschüler begleitet. Gottfried Duscher wird Altenpfleger. Mit Mitte 40 lernt er noch mal einen neuen Beruf. Gerade ist er im zweiten Ausbildungsjahr. Man braucht ein Herz für die Bewohner, mit denen man es zu tun hat. Man muss körperlich fit sein und auch mental super Fachwissen haben, um ordentlich pflegen zu können. Deshalb muss der ehemalige Nachhilfelehrer noch mal selbst auf die Schulbank. Die Männer sind in seiner Klasse in der Unterzahl. In der Regel sind 80% der Auszubildenden in der Pflege Frauen. Besonders in geschlechterspezifischen Berufen fehlen Fachkräfte. Auf 100 freie Stellen nur 35 qualifizierte Altenpfleger. Gute Jobaussichten, aber nicht der einzige Grund, den Beruf zu ergreifen. Zum einen wollte ich für mich selbst das wissen, was mich im Alter erwartet. So gucken, worauf es hinausläuft. Dann finde ich alte Menschen super interessant, weil die haben wirklich was erlebt. Schon immer, schon als Kind fand ich das, habe ich gerne meinen Großeltern zugehört. Und dann natürlich auch für Angehörige, die man hat, die eigene Familie oder Partnerin, um die man sich mal kümmern will. Dann hat man ein Wissen, dass man eigentlich sein ganzes Leben dann brauchen kann. Neue Fachkräfte gewinnen? Sebastian Bußmann vom Institut der Deutschen Wirtschaft Köln sieht dafür noch Potenzial. Das ist zum einen die Zuwanderung. Mittlerweile gibt es schon einige Modellprojekte, die zum Beispiel spanische Alten- und Krankenpfleger nach Deutschland holen, die hier integrieren. Und auf der anderen Seite gibt es auch Umschulungsmaßnahmen. Die werden gerade für ältere Fachkräfte angeboten, die Alten- und Krankenpfleger werden wollen. Aber hier muss man natürlich sagen, dass das Maßnahmen sind, die nur etwa für 10, 15 Jahre greifen, weil die Personen eben schon ein gewisses Alter erreicht haben. Mehr junge Fachkräfte benötigt auch die Sanitär-, Heizung- und Klimainnung. Gerade hat das neue Lehrjahr begonnen und von Jahr zu Jahr gibt es weniger Bewerber. Heizung, Sanitär- und Klimatechniker oder Anlagenmonteur, davon haben viele Schulabgänger noch nie etwas gehört. Also ich habe durch einen Freund erfahren, der hat auch letztes Jahr an die Ausbildung als Anlagenmechaniker angefangen und der meinte, das ist ein sehr vielfältiger Beruf und da ich die restlichen 40, 50 Jahre meines Lebens nicht immer das Gleiche tun möchte, habe ich mir dann den Beruf ausgesucht. Also ich habe, bevor ich die Ausbildung angefangen habe, bei mir in der Firma, wo ich jetzt auch arbeite, vorher 5 Wochen Praktikum gemacht. Mir wurde dann in der dritten Praktikumswoche dann der Ausbildungsvertrag angeboten. Und da ich seit einem Jahr auf Suche war, habe ich dann auch direkt genommen. Ne? Herbert Schumacher hat einen Meisterbetrieb in Köln und betreut in der Innung die Auszubildenden. Heutzutage hat kaum noch einer Lust, sich die Finger schmutzig zu machen und ins Handwerk zu gehen, weil auch einfach nicht gewusst wird, was das Handwerk für einen bedeuten kann. Wir haben beispielsweise hier die Möglichkeit, mit einem normalen Hauptschulabschluss sich so weit voranzuarbeiten, bis sie irgendwann auch selbstständiger Firmeninhaber sein können. Gute Aufstiegschancen, aber in der Ausbildung bekommen die Handwerker nur die Hälfte von dem, was Duscher bekommt. Sein Gehalt im zweiten Jahr 1.000 Euro. Man kann es sich aussuchen, Teilzeit zu arbeiten, Vollzeit mit Nachtschichtzuschlägen zum Beispiel. Und deswegen ist mir da nicht bange und ich bin froh, dass ich mich dafür entschieden habe, weil vorher wären die Aussichten nicht so gut gewesen. Für Duscher scheint die Umschulung der richtige Weg zu sein. Er wurde sogar schon beim Bundeswettbewerb für Auszubildende in der Altenpflege ausgezeichnet. Wie groß ist Ihre Wohnung? 50, 70, 90 Quadratmeter? Stellen Sie sich vor, Sie leben auf 1,5. Das ist ungefähr eine große Badewanne. Mike Stolze wohnt tatsächlich auf so wenig Platz. Das Schöne daran, er hat sein Zuhause immer bei sich, als Fahrradanhänger. Katharina Fiedler hat ihn besucht. Deutschlands wohl kleinstes Eigenheim steht in Köln am Rhein. Nicht größer als ein Fahrradanhänger und doch ein Zuhause für Mike Stolte, der aus seiner Not eine Tugend machte.
Ohne Job und Wohnung schuf sich der Kölner ein Stück Freiheit auf Rädern. Willkommen in mein kleines Zuhause. Eine Wohnung in Deutschland hat im Schnitt 91 Quadratmeter. Mike Stolte lebt auf anderthalb. Sein Zuhause hat er selbst gebaut, von 600 Euro Flaschenpfand. Mein Gefühl ist sehr gut. Ich liege hier sehr gut drin. Ich habe meine Freiheit und, was ganz wichtig ist, es sind hier nette Leute, die vorbeikommen, ja, die mit einem sprechen, die einem Mut machen, dass es wieder nach oben geht. Der Wohnwagen namens Homer S 2015 ist eine Attraktion. Mike Stolte müsste nicht so wohnen, doch er will. Hilfe vom Staat lehnt er ab. Ja, wenn ich überhaupt kein Geld mehr hätte, würde ich das Gleiche machen. Besser wie unterm Himmelszelt schlafen. Ich glaube, ich würde durchdrehen in dem kleinen Wägele da drin. Na, die Vorteile sind auf jeden Fall mal die Mobilität. Du kannst wohnen, wo du willst im Prinzip. Du kannst sagen, ich hänge mir das Ding ans Auto, fahre jetzt hier nach Köln, fahre nach München, fahre runter am Bodensee, sonst wohin. Stell mir das Ding irgendwo im Park, am Campingplatz. Kleingartenidyll auf einem Parkplatz am Rhein. Ein Vorgarten, durch den täglich hunderte Menschen spazieren. Davon lässt sich Mike Stolte nicht beirren. Beim Kochen hat er mehr Zuschauer als mancher Fernsehkoch. Wenn Mike Fernseh gucken will, kommt der Strom direkt vom Dach. Eine Solarzelle ist sein ganzer Stolz. Da kann ich 48 Stunden lang mein Notebook mit betreiben. Ich kann Handy aufladen, ich kann Wasserkocher anschließen. Das ist das Wichtigste an der ganzen Geschichte. Geben und nehmen. Jeden Morgen putzt Mike Stolte den Parkplatz des Landschaftsverbandes Rheinland. Dort steht seit Anfang Juni, seit er seine Wohnung gekündigt hat, sein Homer S. Und er darf bleiben. Wir als FAR, als Landschaftsverband Rheinland, sehen das als eine Frage der Mitmenschlichkeit, dass wir Herrn Stolte da nicht wegschicken. Er ist immer freundlich und nett und stört da auch keinen und nimmt auch keinen den Parkplatz weg. 30 Briefe landen täglich in seinem selbstgebastelten Briefkasten. Böse Worte kommen in den Müll, Zeichnungen, Liebesbriefe und gute Wünsche hebt Mike auf und klebt sie in ein Buch. Hallo Camper, dein Wohnwagen ist der geilste auf der ganzen Welt. Amelie, 10 Jahre San Francisco. Hätte ich nie gedacht, ich mache Post aus San Francisco. Mein Traum wäre es natürlich, diesen Kleinen hier, sag ich mal, in Serie zu bringen. Das heißt also, vielleicht irgendwann mal 10, 20 Stück, nicht in der Form, ist klar. Andere Materialien, andere, vielleicht ein bisschen anderes Aussehen. Das wär's. Wenn Mike Stolte keine Schulden mehr hat, will er mit dem Rad durch ganz Deutschland fahren. Sein Zuhause, der Homer S, kommt dann natürlich mit. Tschüss, danke für Ihren Besuch. Also ich muss ja sagen, so gern ich mein Bett auch immer bei mir hätte, 1,5 Quadratmeter wären mir definitiv zu wenig. Griechenland steckt in der Krise. Diese Schlagzeile, in verschiedenen Ausführungen, ziert seit Jahren die Titelseiten. Auch gut ausgebildete Griechen verlieren in der Heimat ihren Job, finden keinen neuen. Seit 2009 wandern deshalb 10-mal so viele aus wie vorher. Viele davon nach Deutschland. Hier kümmern sich oft Landsleute um die Neuankömmlinge. Ariane Dreisbach hat eine engagierte Helferin getroffen. Im Imbiss Aktigrill in Köln-Nord. Kalliopi Lagusakis arbeitet hier jeden Tag. Das Geschäft hat sie vor 15 Jahren von ihren Eltern übernommen. Vater und Mutter gehörten zur ersten Generation der Gastarbeiter, die in den 60er Jahren nach Deutschland kamen. Auch deswegen ist es für Kalliopi Lagusakis heute selbstverständlich, Griechen zu helfen, die die Krise nach Deutschland treibt. Es gibt keine Möglichkeit, ihre Familie zu ernähren. Es gibt keine Zukunft für die Kinder. Es ist sehr schwer, dort die wichtigsten Sachen einfach zu bekommen. Was für uns ganz normal ist, ist dort nicht mehr so alltäglich. Also es ist wirklich ein täglicher Kampf, mit allem irgendwie über die Runden zu kommen. Eine von Kalliopi Lagusakis Schützlingen ist Konstantina. Sie kommt regelmäßig in den Imbiss. Sie schämt sich, dass sie Hilfe braucht, möchte deswegen unerkannt bleiben. Die Athenerin ist letztes Jahr nach Köln gekommen, nachdem sie zuvor in Griechenland 2 Jahre lang keinen Lohn erhalten hatte. Ihr Start in Deutschland war schwer. Sie hatte einen Job in einer Bäckerei, doch dort wurde sie ausgebeutet und schnell wieder gekündigt.
Es war Sommer und viele Leute waren im Urlaub. Ich musste jeden Tag mindestens 12 Stunden arbeiten, auch am Wochenende, und dann habe ich trotzdem nur die Hälfte des Geldes bekommen. Zu Hause war Konstantina Innenarchitektin. Sie hat das Mobiliar für Kaffeeketten wie diese gestaltet. Um ihr Gehalt von damals kämpft sie noch heute vor Gericht. Die Chancen stehen schlecht, die Firma hat Insolvenz angemeldet. Kalliopi Lagouzakis hilft Konstantina jetzt, eine neue Stelle in Köln zu finden. Denn ohne die notwendigen Formulare zu kennen und ohne Deutschkenntnisse ist das schwierig. Es ist sehr wichtig für mich, eine Ansprechpartnerin wie Kalliopi zu haben, die mir zuhört und mir bei Formalitäten hilft, für Sozialamt oder das Arbeitsamt. Kalliopi Lagouzakis hilft nicht nur Konstantina, sie schickt auch Spenden nach Griechenland. Oft bringen Nachbarn und Bekannte gebrauchte Kleidung vorbei, der Imbiss wird zur Anlaufstelle. In ihrem Keller sammelt Kalliopi Lagouzakis kistenweise haltbare Lebensmittel, Babynahrung, Medikamente oder Kosmetikartikel. In der Krise in Griechenland gerade Luxusartikel. Es fehlt an den wichtigsten Sachen in Griechenland, an Insulinspritzen, an Medikamenten fürs Herz, für Kreislauf, für Bluthochdruck. Es fehlt einfach an allem. Wenn mittags der Imbiss voll ist, steht Kalliopi Lagouzakis hinter dem Tresen. Trotzdem nimmt sie sich immer noch Zeit, um neben der Arbeit zu helfen. Das nächste Projekt steht. Ende September organisiert sie ein Benefizkonzert für ihre Landsleute in der Heimat. Die Ferien sind vorbei. Für alle Schüler in NRW hat der Ernst des Lebens wieder angefangen. Auch die meisten Berufstätigen müssen schon wieder zur Arbeit. All das ist jedoch kein Grund, Trübsal zu blasen. In Köln gibt es nämlich genügend Angebote, um das Urlaubsgefühl nochmal aus dem frühzeitigen Winterschlaf zu holen. Unsere Reporterin Magdalena Neubig hat sich umgesehen und für uns gleich mal getestet. Ich sitze hier gerade am schönen Rhein in Köln und auch wenn mein Urlaub schon vorbei ist, bei dem tollen Wetter finde ich sicherlich 3 Möglichkeiten, wie ich den Urlaub noch verlängern kann, hier in Köln. Meine erste Station, die Kletterhalle Schimpanzodrom in Frechen. Theoretisch kann ich jetzt 220 Routen entlang klettern. Das sind rund 2900 Meter. Fast so viel, wie die Zugspitze hoch ist. Für Leute mit Höhenangst ist Klettern definitiv nichts. Hier geht es ganze 14 Meter nach oben. Ritchie, der Chef der Kletterhalle, sichert mich heute höchstpersönlich. Tada! Also man sieht, Klettern ist durchaus eine Herausforderung. Ich bin hier die pinke Strecke geklettert, was die leichteste ist, eine 3+. Und ich bin trotzdem schon völlig verschwitzt. Also, oh je! Station 2, der Fühlinger See. Hier probiere ich Stand-Up-Paddling aus. Der Trendsport aus Hawaii ist inzwischen zum Glück ja auch in Deutschland angekommen. Trainer Thorsten von der SOP-Station erklärt mir, was genau ich zu tun habe. Das Schöne am Stand-Up-Paddeln ist, dass der Sport relativ leicht zu erlernen ist. Was man mitbringen muss, ist Schwimmen und ein bisschen Gleichgewichtsgefühl. Und der Rest ist relativ leicht dann zu erlernen. Auch wenn das Board sehr stabil aussieht, man kann einfach die Luft rauslassen und es zusammenrollen. Ähnlich wie eine Luftmatratze. Dann passt das Board sogar an einen Rucksack und man kann es mit auf Reisen nehmen. Das war also meine erste Runde Stand-Up-Paddling und ich muss sagen, es hat mir echt gut gefallen. So ähnlich muss sich anfühlen, wenn man übers Wasser laufen kann, glaube ich. Und jetzt ab in die Dunkelheit des Weltalls. Zu meiner letzten Station, dem Astronautentrainer. So in etwa müssen sich Raumfahrer fühlen. Ich habe allerdings schon ein bisschen Angst, dass mir gleich total schlecht wird. Okay,
werde echt kopfüber rumgeschüttelt. Astronauten haben hartes Leben, glaube ich. Okay, das war also meine erste Runde im Astronautentrainer im Odysseum. Und ich bin komplett durcheinander. Das ging hier rauf und runter und hat echt Spaß gemacht. Aber Astronaut werden würde ich trotzdem nicht. Mein Tipp für euch, wer hoch hinaus will, ab auf die Kletterwand. Wer Sehnsucht nach dem Meer hat, einfach mal Stand-Up-Paddling ausprobieren. Und wenn das Wetter schlecht ist, ab ins Odysseum. Mein persönlicher Favorit war das Paddling, weil man super dabei runterkommen kann und es echt entspannend ist. Jetzt trinke ich aber erstmal mein Bier. Gut, dann steht mein Plan fürs nächste Wochenende wohl auch schon mal fest. Ich schnapp mir Lena und wir gehen paddeln. Für heute wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut.